Oh, mein Auge juckt. Kratzen! Oh, warte mal. Oh. Ob das gut ist. Oh, ich habe überlebt. Das kann nicht funktionieren, weil wir jetzt hier die Bücher haben. Alle Bücher werden hier reingehen, weil der Sticky Mode enabled ist. Das kann nicht funktionieren. Sticky Mode. Wir müssen die vorher vom System separieren. Was redet dieser Mann da? Das heißt, ich muss entweder eine Kiste zwischenbauen noch. So, habe ich noch eine Kiste dabei? Natürlich nicht. Es soll an einer Kiste scheitern. So, okay. Oh, meine Schüssel ist gleich kaputt. Alter, habe ich heute rumgeschüsselt. So. Craft dir doch mal eine Kloschüssel. Die habe ich oben. Gibt es doch hier, oder? Ja, ich glaube ja. Echt? Ja. Geil. Ich muss einfahren lassen. Eine Toilette. Echt, es gibt eine Toilette sogar? Da kann man wirklich einfahren lassen. Es gibt einen Hotkey dafür. Was? Ich glaube, F ist der Hotkey sogar, wenn du die gebaut hast. Ich meine auch. Für Toilette, Ford. Tatsächlich. Genau. Ja, ja. Toilettentisch, Toilettenrohr. Es gibt sogar ein Toilettenrohr. Wie geil. Oh, das wäre voll cool, wenn man das wirklich irgendwo hinbauen könnte. Lässt das in so ein Loch laufen, dann wäre da wirklich Kacke. So, weißt du? Yeah. Das wäre also cool? Ja. Das ist deine Definition von etwas, was cool wäre? Es wäre realistisch. Das macht dir Spaß, Tobi? So. Gut zu wissen. Da würde ich mit so einer Y-Schaltung abwechselnd zu euch, also zu euch laufen lassen, so, weißt du? Kann wohl, dass der Discord da abkackt. Da war dem Thema auf jeden Fall. So. Hä? Wo sind denn meine Blöcke? Da. Gießen. Ja, Mai. Mach mal ein bisschen Thyrian. So. Gut, alles aus der Kiste geht zurück in den Kreislauf. Gut. Damit habe ich dieses Ding hier quasi aus den Rohren genommen, diesen Sticky mit den Büchern, ne, sodass das nicht mehr mit dem Rohr jetzt zusammenhängt. So, das ist der Plan. Das hier wäre der Temporärordner, wo erstmal alles landet, was magisch ist. Zack, das eigentlich auch. Das müsste dann eigentlich alles hier drin landen. Insert. Inserte. So, Extract. Und theoretisch, da sind sie schon drin. Wenn ich jetzt hier ein Büchlein reinpacke, geht die Energie runter, weil wir noch keine Energie haben. Ja. So, theoretisch wird es aber funktionieren. Wir haben nur noch keine Energie hier. Der Tesseract geht an den Sortierer. Im Sortierer hätte ich gerne, ehrlich gesagt, auch Energie gerne mit drin. Lässt sich das hier nicht machen? Das nervt so, die Monster hier nerven so hart einfach. Machst du doch einfach aus. So, könnte ich eigentlich machen. So. Den Angel Ring gibt es nicht mehr in dem Modpack. Es ist vorbei. Mit dem Angel Ring. Und ich brauche noch einen Tesseract. You will never defeat me. Was will er uns damit sagen? Ich weiß es nicht. Wo kommt dieses Huhn? Wenn alles, was in den Sortierer geht, auch automatisch Energie kriegen würde, vom Sortierer-Ding, dann würden wir uns oben das Energie-Tesseract sparen können. Wenn ich das richtig sehe. Meine Fresse, bei nachts draußen bauen ist scheiße. Alles dunkel, wa? Wegen der Viechers oder was? Wegen die Monsters. Ah, die sind ein bisschen ätzend. Geringfügig. Da krieg ich einen Kolbenstecker, krieg ich da. So, okay. Also, angenommen, das hier ist Receiving Energy. Wenn wir den Energietesserakt direkt zum Sortierer bauen, dann müssten wir von da aus eigentlich, die hier kriegen jetzt keine Energie mehr. Das ist der Sortierer. Piss dich, du Arschskelett. Flop.
So. Oh, danke, lieber Domi. Ja, hast du kein gut gemacht, Ding. Domi. Er hat gerade geschrieben, geiles Glied, nachdem ich aus meinem Lager draußen war. Kann ich auch nur zustimmen. Riecht streng, aber ist effizient. Das ist das beste Glied von allen. Das danke, Erik, dass ihr uns damals zusammengeführt habt. Echt. Ja, sehr gerne. Wir haben schon so tolle und intensive Stunden miteinander erlebt. Puh. Also wir beide oder du und Glied? Ich und Glied. Achso. Glied und ich heißt das übrigens. Ja, gut. Ist Glied wirklich eine Person? Ich sag du, verrat du es mir. Ich schon. Okay. Verrat du es mir, Tobi. Mach den doch nicht runter, nur weil das ein Glied ist. So, Send Item. Alles reinschicken zum Sortierer. Receive Energy. Das müsste eigentlich gehen. Dann haben wir uns den Tesseract gespart. Oh, gewagt, gewagt. Was wollte ich hier? Ach so, Stein, genau. Wo ist denn jetzt hier? Alla! Mann, ey. Nervige Monster. Gut. Wenn ich jetzt den da oben reinbaue. So, Energie. Energy Mode, Receive. Wieso geht meine Aufmerksamkeit flöten? Nur weil ich tanze? Nett. So, der müsste jetzt theoretisch Energie senden können von dem Energietesseract da oben. Gleichzeitig haben wir natürlich hier jetzt auch Energie. Theoretisch. Frisch aus dem Reaktor. Und da kommt die Energie aus dem Reaktor. Ja! Der funktioniert. Ist jetzt aber nicht der Sortierer geworden, den ich wollte. Da ist jetzt noch der Disenchanter mit bei. Eigentlich wollte ich es viel sortierter haben. Ist ein bisschen doof. Aber egal. So. Hier wird rabottet. Das heißt, wenn wir hier Energie haben, heißt das, wir haben auch unten Energie. Das heißt, das müsste klappen. Der Bogen ist zurück ins System. Das Buch allerdings ist hier gelandet. Warum? Wenn das hier sticky ist. Match MBT Data. Ach, vor allem, wir müssen ja auch leere Bücher wieder zurückleiten. Das habe ich noch gar nicht drin. Hä? Efficiency? Ach, das ist ein anderes Buch. Ach, das ist das fertige Buch. Alles klar. Aber wieso landet das hier? Ja, das ist das Übliche mit dem Rumpopeln hier. So. Liebe Pan, wir werden bald ganz viel Rotten Flesh haben. Ganz, ganz viel. Braucht ihr das? Ja. Oh. Warum? Ich weiß nicht genau warum. Sie hat Hunger darauf. Das kann auch sein. Das ist möglich. Wenn du zu viel Towncraft gemacht hast, hast du Hunger auf Gehirn, ne? Wie äußert sich das? Du bekommst dann so einen Hunger und so einen Effekt. Hörst deinen Herzschlag ganz laut und dann. Aber das ist irgendwie cool, oder? Ja. Also, wenn du zu viel dunkle Magie machst, hast du da. Oh, okay. Nice. Ist irgendwie lustig. Und ich verfolge dann auch immer so einen Guardian manchmal. Hä, ist voll geil. Schon krass. Warum sollte man es nicht machen? Ja. Da unten ist ein Werwolf. Den mache ich platt. Okay. Es ärgert mich, dass das Disenchantment jetzt hier drin ist, weil das macht es durch wunderbar. Was denn? Beides los, Tobi. Beides los. Ich bin einer von einem Creeper in den. In den Werwolf gestummt. Was ein bisschen ungeil gewesen wäre. In den Werwolf gestummt? Wir wären dann eine Familie gewesen. Echt, nee, das hat keinen Sinn, jetzt hier zu bauen. Wäre dann eins gewesen. Habe ich noch eine Mülltonne mit? Ich würde den Fisch vielleicht erstmal in den Trashcan schicken. Kann man NPCs kopieren? Nee, ne? Ja. Ja?
Ja, das geht. Dass ich den dann quasi kopiere und woanders dann nochmal hinsetze? Ja, dafür brauchst du eine. Ein Mob-Cloner heißt der. Ach du Scheiße. 5445. Warte. Oh, sehr geil mit den Nummern. 445. Ausgezeichnet. Ja, ich gewöhne es mir langsam an. Mob-Cloner. Oh, tolles Rezept. Warte mal, muss ich googeln. Ach ja, das ist immer so ein bisschen blöd bei den NPC-Dingern. Na, ich kann nicht mal schreiben, ey. Schon spät, ne? NPC-Cloner. So. So. Warte. So, hiermit bin ich nicht zufrieden. Ich mache erstmal ganz kurz ans ME-System irgendwie einen Tesseract dran. Huch, mit 3 Brot. So, willkommen im Labor, fast fertig. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht wo. Alter. Ich weiß nicht, wo ich den dran bauen soll. Es ist hier sehr voll. Und vor allem brauche ich ein bisschen mehr Platz, weil ich brauche beim Tesseract noch eine Kiste. Ich brauche noch eine Pipe von der Kiste. Okay, das ging. So. Was denn? Ja, das Glied ist wieder am Rumschreien. Der Debitor? Nee, das Glied. Ach so. So. Ich glaube, der wieder schreie nicht rum. Der wieder Schmerzen, glaube ich. Nein, das hab ich nicht genommen. So, Ida, habe ich auch noch lauter Zeug drin. Frostburn haben wir damals gefunden. Für unseren stolzen Reisen. Ein Übrigbleibsel. Okay. Oh, das wird schön. Das wird jetzt richtig schön. Das wird richtig schön mauschelig da hinten. Huch, hä? Hä? So, dat und dat. Hä? So, wir warten los. Bin ich jetzt so blöd, um eine Kiste zu bauen? Manchmal schon. Die sind geschisselt oder was? Penismann. Der Penismann, okay. Der will an meine Uschi dran. So. Das wäre jetzt ME-System. Nein! Ich habe gerade den Sortierer überschrieben. Nein! Egal. Der Raum ist ein bisschen groß geworden, wenn ich ehrlich bin. Oh, das kenne ich. Wenn ich die Maschinen jetzt da reinbaue, dann sind die irgendwo in der Mitte. So, ME-System kriegt Gegenstände, bekommt Energie und schickt sie auch. Okay, wartet, was da rauskommt. Wartet, was da rauskommt, ist lila. So, purple, nein. Nein. Alter, bin ich doof? Extract so rum. Denn wenn es da Lila rauskommt, geht es da automatisch rein.
Ich lasse das gerade mal offen. Ich muss da später noch vom Reaktor aus eine Leitung hinlegen. So. Theoretisch. Oh, ich gehe jetzt mal schnell den Sortierer fixen. Nee, der Serverraum kommt hier hin, Leute. Da hin. ME-System senden. Das heißt, wir würden dann theoretisch vom ME-System und vom Sortierer würden wir immer Energie kriegen. Das würde gehen. Jetzt will ich mal ganz kurz testen, wenn wir jetzt hier Bücher haben. Die landen beide hier und die müssten dann eigentlich im ME-System landen. Die dürften nicht hier landen. Was ist los? Nichts. Na gut, okay. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich bin gespannt. So, das eine Buch juckelt hiermit durch. Das funktioniert offenbar nicht. Luck of the Sea. Wenn ich das da mache. Huch. Warte mal. Ich nehme hier nochmal einen Filter. So. Zack, da mal raus. So, hier. Und dann Blacklist. Fuzzy Mock disabled. Okay. Warten wir mal kurz ab. Eine Sekunde. Nein. Eine Sekunde, so lange. Nicht warten. Machen. Ja, ihr habt recht. So, das ist durchgegangen. Und hier liegt kein Dingens. Ich muss das Buch, das normale Buch, muss ich noch umleiten. Wieder hier einmal raus und rein. Und was ich nochmal machen kann, da hier ja sowieso der Sortierer mit dranhängt, der Energie liefert, kann ich das ins ME-System reinpumpen und dann hätten wir theoretisch eigentlich überall auch Energie. Übers ME-System. Also wir hier sagen einfach Energy Mode Send Only. Könntet ihr auch Send Receive machen, bei beiden. Ist eigentlich egal, weil wir haben die Akkus ja vorne stehen. So, Energie. Dann müsste das ME-System jetzt auch Energie liefern können, genau wie der Sortierer. Wir müssten jetzt alles an Energie liefern können. Wir brauchen überall nur noch einen Tesseract, der liefert dann quasi immer alles. So. Ich habe kein Aluminium, Brass. Oh Mann. Brass. Oh, Brass. Brass. Gib mir mal ein Brass. Aluminium und Copper brauche ich dafür. Kennst du schon Zelda? Breath of the Wild? Stimmt, das ist auch gut, habe ich gehört. So. Gut, das funktioniert. Brims. Dann brauche ich, dann kann ich da oben auch wieder dicht machen. Fuck. Dann können wir da oben dicht machen, dann haben wir jetzt alles mit Energie versorgt. Geil. Sieht momentan alles noch ein bisschen schäbig aus. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. So wie ich. Aber, ja, aber es kostet leider immer sehr viel Platz. Das ist das Problem. So, das wächst wieder zu und keiner ahnt, was sie da unten gebaut haben. Die runden Baumstämme. Achso, wie mache ich denn die runden Baumstämme weg? Ich guck gleich, dann weiß ich, was du gebaut hast. Warte nochmal. Oh, sorry. Ich guck gleich, dann weiß ich, was du gebaut hast. Ja, momentan ist das noch nicht schön. Ich bin noch nicht sehr zufrieden damit. Ja, kenne ich. Ist immer so ätzend. Und die Dinger müssten jetzt eigentlich zurück... Hä, wieso sind die eigentlich noch drin? Ach, weil die keinen anderen Ort haben. Weil hier kommen ja nur die magischen Sachen durch. Wow. Und das war... Bist du am Kacken oder was? Ich glaube, Tobi stirbt. Nee, ich hab mich gerade nochmal gestreckt. Wollte ich gerade sagen, hat sich bestimmt gestreckt oder einen abgedrückt? Oh, vielleicht auch beides, Debitor. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich Aluminium Brass. F8. Geil. Was? F8 muss ich drücken? Ah, okay. Achso. Enable Mod. Always active. Das hier wahrscheinlich, ne? Mit hin. Fertig. So, ich hoffe, da landet jetzt kein Fisch drin. Gut. Die sind immer noch rund. Ich bin stark verunsichert. So, extract. Always active. Müsste eigentlich gehen. Haben wir keine Energie mehr auf den Fischern? Habe ich da doch was falsch gemacht? Meinst du? Nein. Meinst du, oder ist das der Regen? Oh, toll. Au. Was war das denn? Oh nein, was lasse ich denn da ab? Scheiße. So. Das läuft doch. Oh, sieht gleich schon viel besser aus, ey. Geil. Send Item. An den... Oh, ja. Oh, fuck, ja. An den Sortierer. Stimmt. Das läuft ja gerade alles in seinem E-System. Ich hab das Ding ja gelöscht aus Versehen. 111. Ich mach mal hier nochmal schnell Sortierer 101. Stimmt ja. Hä? Oh nein! Oh, Alter, willst du mich verarschen? Alles kaputt. Oh, fick doch die Hölle, ey. Nein, nein, mach mal nicht. Mann. Scheiße, ey. So, hier Sortierer. Hm. Okay, an den Sortierer. Jetzt mal die Schnauze jetzt hier. Oh Mann, Erik, ey, warum sagst du denn, ich hab Kies vergessen, ey? Was? Ja. Sag doch mal was. Oh, sehr enttäuschend. Tobi, du musst doch Kies mitnehmen, hab ich doch vorhin noch gesagt. So, das hier geht ins ME-System. Da ist es gut. Hier kommen jetzt Fische rein, denn das hier ist. Der Sortierer. So. Da kommen die Fische jetzt rein. Alles klar. Du hältst die Schnauze. Entschuldigung. Nein, ist gut jetzt. Entschuldigung. So. Nein, ich will nichts mehr davon hören. Entschuldigung. Okay, das höre ich gern. So. Das nimmt hier echt viel Platz weg. Das packe ich später noch woanders hin. Wir werden es ausgliedern. Wie nennt man einen Tobias, der viele Hobbys hat? Hobias. Hä? Oh, boah, Gott. Boah, geil. Von wann der denn? Der kam ja von ganz tief unten, aber... Oh, manchmal will man auch um sich prügeln. Richtig from hell, Alter. Ist schlimmer wie Kane. So, die ganzen Fische würden wir zu Humus verarbeiten. Ich probiere nochmal irgendwas aus, deswegen mache ich gerade noch ein bisschen zügiger für die Leute, die gerade mal gucken. Ja. Und dann gehe ich im Bettchen. Da muss ich schlafen. Wenn du willst, na, kennst du alle. So. Leder geht an den Lederer. Ich mache trotzdem mal ein bisschen einen Abstand, auch wenn wir da ein bisschen ausladender sind. Ich habe schon ja keine Tesserakte mit. Alter, halt doch mal die Schnauze da drüben. Oh. Wresel mit Pan. Ja, die wiehert hier die ganze Zeit so rum. Boah. Zombies, die riesige Pferde reiten. Was? Krass. Muss ich sehen. Naja, gut, die sind jetzt schon tot. Okay. Ich gebe zur Verabschiedung auch nochmal rüber zum Erik jetzt hier. Was ist das? Was? Heart of Undead. Oh, okay. Ja. Toll. Gut. Dürüm, dürüm, dürüm. Dürüm, dürüm, ne? Das wäre jetzt auch ganz Schafskäse am besten. Dürüm, dürüm, dürüm. Hunger, Tobi? Ja. Was gibt es denn gleich? Ja, keine Ahnung, ich glaube nix. Mit Hunger im Bett wird man nur dicker von. Mehr ist das so? Mehr geht nicht. Ja. Echt? Kann ich dir zwar nicht ganz genau erklären, aber es ist so. Boah, das ist gut zu wissen. Das muss ich unbedingt, also das ist ein Ratschlag, den ich gerne beherzige. Ich kann mir da jetzt vom Schlafen nicht einen Hacksteak reinhauen, oder? Nee, aber irgendwas Eiweißhaltiges. Ein paar Eier. Was? Netter Versuch, Debitor. Sättigt und setzt nicht an. Ja, klar. Und deine Frau glaubt's aber.
Wenn du ihn rausziehst, gehst du unter. Echt jetzt? Hä? Was? Was ist los? Egal, vergiss es. Was ist los mit dem Jungen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss er erstmal drauf kommen, ne? Bitte, was? Nee, egal. Just debitor things. What? So. Okay, Ich kann das, glaube ich, fast schon hier hängen lassen. Mal, reicht jetzt mal Debitor? Der weiß noch nicht, wann genug ist, ne? Nee. Ich baue doch nur meine Warnschilder hier hin. Sekunde. Moment. Ich stehe unter der Dusche. Warte. Hä, da ist gar keiner. Ist doch wieder Klingelstreich. Ja. Essen ist da. Ein Toastbrot. Ein Toast. Also mein ganzes wie Toast. Wie macht das? 250 Euro. Boah. Ist nicht der schlechteste Bringdienst, bei dem ich je bestellt habe. Nicht der teuerste, ne? Nee. Boah, sind das... Alter, Strawberries. Boah. Tobi? Tomaten. Ich klaue nix. Ich bin nicht Debitor. Bitte? Aber das ist voll geil. Bitte? So. Boah, ein Erdbeerfeld. Oh, einfach nur das Prinzip, weil es geht. Aber woher kriegen, ne? Erdbeeren? Mhm. Da kann man auch anpflanzen und dann geht das schon. Ja, aber da brauchst du erstmal Seeds für, oder? Seeds. Aber die kann man auch dadurch dann wieder ausbauen. So, jetzt. Ist er denn jetzt hin? Hm? Hä, wo? Ich bin schon in der Vault gerade. Ach so. Tschüss. So. Kann ich was für dich tun, Tobi? Nee, ich wollte einfach nur nochmal, bevor ich jetzt dann auch gleich gehe, wollte ich aber nochmal Tschüss sagen. Okay, tschüss. Weil das ist ja jetzt aber Mitte September, erstmal mein letzter Minecraft Monday gewesen. Wieso? Was ist los, Tobi? Ist doch Urlaub, 10. Bin ich auch im Urlaub. Was? Was? Ja, Entschuldigung. Antrag schon eingereicht? Wo hast denn den her? Ja, ne, ist halt so. Was ist denn hier los? Wie komme ich denn da? Nee, Tobi. Ach, jetzt da. Aber Tobi, was ist denn wie Urlaub? Vielleicht, ich kann einfach übers Handy Minecraft streamen. Kann man da nicht auch Minecraft spielen? Nee, aber ernsthaft, wieso, hast du denn Urlaub, Tobi? Wer hat denn das genehmigt? Jetzt hier? Ich frage nur von Freunden. Ich musste nichts genehmigen lassen. Was? Wo ist dein Teleporter hin? Der ist immer da, wo der war. Nur unsichtbar. Der ist da. Doch. Der ist muss doch da, genau, nur unsichtbar. Genau, du musst dich genau draufstellen. Weißt du, wo der ist. Jetzt mal hier so rüber. Na, die Vito. Ja. Findest du lustig. Ja. Oh. Aha. Das passt voll gut zu der Musik gerade. Warte mal, ich mach nochmal. Pass auf. Hm? Ich höre einen Zombie. Ja, war an mir vorbeigleitet. Ja, man geht immer rückwärts die Leitern hoch. Wo komm ich denn? Hm? Was gibt es denn hier zu essen, hör mal? Also, wenn